Ja, gut. So, auf der Vorderseite bei Tyrox fehlt jetzt noch, so gesehen, das Glas. Aber ich werde daraus keine Kiste bauen, meine Kiste ist noch umständlicher. Das Ding einfach einmal ummanteln. Na, Glas hatte ich dir in diese Dia-Kiste reingelegt bei dir. Nee, was hier auf der Vorderseite fehlt noch eine Linie. Ich wollte jetzt genau von Ender.io dieses XP-Dingens da, XP-Vakuum, Experience-Rod, Solarium, mache ich aus Gold und Soul Sand. Irgendwo habe ich doch einen ganzen Stick Soul Sand. Da. 16 Stück müssen reichen. So, die Maschine und... ich hasse Mobs. Da baue ich die Maschine erstmal. Oh, ich müsste den anschalten. So. Captain Spark, das war Geschichte. Und der Alloy Smelter. Und erstmal dahin. So, so und anschalten. Das kann erstmal hier rein. Experience Obelisk. Da brauche ich das zweimal. Gold Redstone. So, das. Da. So, das haben wir. Das war die falsche Maschine. Da. Drei. Mal schon mal den ersten bauen. Energetic Alloy. Da. So, eins. Und zwei. Dann brauche ich noch drei für den Obelisken. Eisen und Poseidon Iron Nugget. Ich brauche wieder Enderperlen. Da muss ich die erstmal nehmen. Schmelze kommt der Gorn hinterher.
Okay, so, machen wir das jetzt so. Tochter liegt hier auf dem Sofa, pennt und schnarcht. Geil. Ich muss nur aufpassen, dass ich die 22 Uhr aufs Klo setze, sonst ist das Sofa nass. Um 22 Uhr. Das ist immer so die Zeit, wo ich so vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer schaffe. Mhm. Und da geht es immer vorher noch aufs Klo, weil es kann bei ihr nochmal vorkommen, dass sie halt einschifft. Weil die hat dann richtig tiefen Schlaf. Kommt sie eigentlich ganz nach mir, wenn ich weiß, ich bin hundemüde, lege ich mich hin und dann kann neben mir der Fernseher laufen, ich penne. Ich krieg nichts mehr mit. Lege ich mich aber jetzt so wie heute Mittag hin, dann kommt es schon mal vor, dass ich bei jedem Mucks wach werde. Jetzt 2,5-6 Iron-Blöcke. So. Obsidian-Kiste produziert auch wieder ordentlich. Und da ist der faule Melvin wieder. Der faule? Ja. Ja, du bist ja faul. Bist du fauler Sack, bist du. Du musst dich ja hier mal den Regenbogen an. Wow. Ja, gut. Der geht einmal im Kreis um uns alle herum. Das ist halt Minecraft. So, jetzt kann ich das hier wieder anmachen. So, jetzt. Das kann man hier rausholen. Leck. So, dann brauche ich für die XP-Kiste einen Diamanten. So, so, so. Und dann haben wir die. Haben wir nicht. Hammer, Hammer, Hammer nicht. Spuck den Melvin ins Gesicht. Nee. Merken sich im Übrigen die Zuschauer, wenn die dich irgendwann auf der Straße sehen, die kommen an und dann hast du was im Gesicht. Naja. Du stehst. Ich weiß ja gar nicht, wie ich aussehe. Du stehst ja auf sowas, haben wir erfahren. Erfahren? Ich war heute gar nicht im Discord. Ja, aber es stand einmal da, Melvin schreibt etwas. Wo baue ich das Ding jetzt hin? Das kann ich ja nur hier hinbauen. Und da war der Holzblock weg. So. Ey, mir fehlt ein Stone Slab. Dir fehlt ein Stone Slab. Ha, 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 ha. Dir fehlt gleich ein Arm.
Pulse Snoopy XP Orbs and push them into Eject to Conduits need to XP. Genau. Gibt's hier einen XP Tank? Hä? Irgendwie werden hier keine XP angesaugt. Was soll die Scheiße? Jetzt dich verarscht. Was hast du gecraftet? XP Vakuum. Nochmal. Normalerweise müssten da die XP angesaugt werden. Normalerweise. Wo ist er denn? Hier unten bei der Mobfarm. Ich glaube, die Dingsstacheln geben keine mehr. Der ist auch noch nicht fertig. Warum ist der noch nicht fertig? Lass den mal irgendwo stehen. Schau ihn mal irgendwo hin. Das hier drauf müssen. Wo steht der da? Jetzt ist er fertig. Was hast du hier? Was hast du jetzt gemacht? Den musst du mit. Du musst nur mit einem Bucket of Liquid XP aktivieren. Ach so. Jetzt sollte er XP aufsaugen. Ja, ich versuch's einfach mal, ob er das hier macht. So, dann. Ich glaube, auf den Dia droppen die keine Experience, sondern nur auf den goldenen. Dann setze ich die aus und mache den goldenen rein. Ist ja okay, ein Problem. Du siehst, was sich verändert hat, nachdem ich da was angeschlossen habe? Ja, der leuchtet jetzt drinnen grün. Endshot. Jupp, jetzt. Na, ich bin mal gespannt. Ansonsten kommen die Dia-Dinger hier weg. Was ich geb dir mal so einen Teil davon wieder, was drin war, weil ich hätte gerne den einen Bucket habe ich mir jetzt wieder rausgenommen, den ich gegeben habe zum Aktivieren. Okay. Trashcan läuft noch. Was ist denn ein Filter auf sowas? Warum ist hier Gunpowder reingekommen? Egal. Das kommt erst einmal da rein. Ne, droppen keine XP. Ne, dann setze ich die gleich aus oder ich mache hier diese Punji-Sticks unten rein. Ich glaube, ich werde bei mir jetzt auch auf Punji-Sticks umsteigen, weil die kosten ja nur Sugarcanes. Und schon wieder hat der Einkaufen Zeug eingesammelt. So, dann mal gucken. 5 Sugarcanes kosten die. Mal schon mal 5 Stück. Ich kann ja zur Not noch eine zweite Mobfarm bauen, wo dein. Das Dingswasser drin ist. Ja. Wer kennt es nicht, das Dingswasser? Naja, hier das Witchwater. Okay, das hat jetzt auch kein XP gegeben. Ganz seltsam. So. Haslabs. Aber da. Und Melvin, du und Sarah, heute so richtig hart. Was? Na ja oder ja? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Wüsste ich nie, einfach so. Gesundheit, Melvins Mama.
Aber eine andere Sache, warum spawnen bei mir an sich gerade keine Mobs? Die spawnen bei mir auch recht langsam und selbst wenn die hier unten ankommen, gibt's nicht mal XP. Muss ich die Secret Tanks anbringen? In der Maschine, also an der Maschine mit dran. Ja. Oh, ja, kein Wunder, warum hier nichts spawnt bei mir. Hier sind ja Fackeln aufgebaut. Bei dir drin, die waren auch schon länger da oben drin. Bei mir ist Stock Booster und bei mir spawnt nichts. Asten, Basil. Aber bei mir kommt, wenn die hier runterfallen, halt kommt kein XP raus. Das verwundert mich ein bisschen. Ja, komm mal hoch, hier oben spawnt gerade generell nichts. Das ist Cost Earth, da sollte eigentlich die Hölle was spawnen. Warte mal, ich mach das mal anders jetzt hier. So, ich hab doch hier was Schönes stehen. Das reißen wir jetzt ab. Halt's Maul, du scheiß Katzenverschnitt. So. Ich brauch dafür. Kann ich mir bei euch meine Enderperle mopsen? Ich hab halt ja überhaupt keine mehr. Ich hole eben. Okay. Enderperle. So, 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 genau. Also das ist komisch. So, wenn das jetzt klappt, fresse ich nämlich einen Besen. Ach, warte mal, ich baue den unterhalb der Base auf, wäre besser. Okay, das ist jetzt sehr seltsam. Was? Spawn jetzt welche? Jetzt gerade sind Creeper gespawnt, aber nicht auf der Cursed Earth. Hm. Sondern auf der Stelle, wo gar nichts ist. Also nicht mal die Vector Plates, die eigentlich keine Mob Spawns verhindern sollten. Show Laser. Ich sehe gerade kein Laser, okay. Was bist du denn? Ich war gerade unter der Base. Ich habe da mal einen Chunkloader platziert. Einfach mal just for fun. Oh, jetzt sehe ich doch den Laser. Jetzt spawnen hier oben Mobs. Ja, jetzt ist... Ich habe eigentlich meine Chunks geladen über diesen... Hä? Jetzt und jetzt schon wieder nicht. Toll, ich hab gar kein Essen. Oh, ist das laut. Ah. Ja, ich... Das war ich, sorry, ich bin gerade in der Wand stecken geblieben und es hat mein Schild gesaugt. Das hat gerade 60% meiner Schildenergie weggesaugt. Warum zur Hölle? Vor allem. Warum spawnen bei mir Monster? Ich hatte doch. Weil ich einen Chunkloader habe, der auf 10 Chunks läuft. Das heißt. Hallo. Hallo. Das heißt, von euch allen sind die Inseln mit drinnen. Und sicher? Ich müsste es sein. Ich würde den jetzt in die Mitte stellen, damit er 10er Reichweite, weil 10 ist halt nicht so viel, wie sich im ersten Moment anhört. Aber ich wundere mich gerade, habe ich nur wirklich 2 Teile Cursed Earth gemacht? Ja, das war schon länger, 2 Teile nur. Aber okay. Halt, ich hab jetzt mehrfach geguckt, es spawnt immer nur hier. Guck mal hoch. Da unten spawnen gerade Mobs. Ja, aber wenn hier oben was spawnt, dann nur hier. Obwohl auf Vectorplates eigentlich Spawn möglich sein sollte. Ja, da sind ja sonst auch immer gespawnt, die Mobs. Das ist ja das Kuriose. Aber das werde ich in der nächsten Insel mal. In der nächsten Insel, alles klar, Ike. In der nächsten Folge rausfinden.